Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen im zweiten Teil. Jetzt geht es auch sofort weiter. Jo, ne, das funktioniert dann jetzt mal, ne, glaube ich dann. So, jetzt bin ich hier in Kapstadt angekommen. Da stand ja tatsächlich gerade Cape Town. Cape Town ist Kapstadt, ne? Hab jetzt hier meine 3,3 Millionen und gehe jetzt erstmal auf Refuel. Mach erstmal hier den Bunker voll. Mein Schiff fasst, glaube ich, 3,5 Tonnen. Nein, Quatsch. Ja, ich weiß es nicht. Doch, 3.500 Tonnen. Hier, Bunker ist voll, 3.500 Tonnen. Er hat mich schon wieder 200.000 gekostet. Jetzt gehen wir mal auf Repair. Naja, 2% ist ja nichts. Gehen wir mal auf Charter. Waffen. Oh, Waffen gibt es immer viel Geld. Sydney. Sydney war ich noch nicht. Was gibt es denn hier? Ja, hier gibt es ein bisschen mehr. Ist aber gleich weiter. Ja, ich fahre jetzt mal nach Sydney. Load. So. Dann wollen wir mal gucken. Natürlich von Hand. Okay. Mal kurz überlegen. Da müsste ich eigentlich rumkommen. Vorwärts. Links. Der ist wieder nach vorne gesprungen, habt ihr gesehen? Ja, das wird was. Das passt schon. Bisschen rum noch, vorsichtshalber. So, 16 Tage Reisedauer. Verbrauch 69 Tonnen. Könnt ihr mal sehen, was die Dinger hier in die Luft jagen. Ah, oder einmal von CO2 hier. Bilanz. Okay, dann gehen wir mal weiter. La. So. Übrigens, diese Symbole hier, das ist immer die Windstärke, die da zurzeit herrscht. Und wenn man dann hier sowas kreuzt, so eine Windstärke. Ja, okay. Hat man mich wieder beklaut. Das ist ein bisschen nervig, dass man ja ab und zu mal gucken muss, ja. Aber es ist halt eine Firma, ne? Und wenn man eine Firma leitet, dann muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier Status, Bilanz. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. Okay. Machen wir weiter. Bist du jetzt auch angekommen, Line in Sydney? Ja, versuchen wir es mal, ne? Wieder einmal von Hand. Ich hoffe, es klappt. Oh, muss ich komplett drehen. Kurz überlegen. Lass mich mal langsam losfahren. Gehen wir hier rum. Ne, andersrum. Ich habe, glaube ich, eine andere Idee. Mal ein bisschen voran. So. Dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Kennt ihr den Trick mittlerweile? So, Schiff steht jetzt fast. Wenn ich jetzt Vollgas gebe und ganz nach rechts einlenke, dann dreht er fast auf der Stelle. Gleiche macht er beim Rückwärts. Seht ihr? So, und wieder zurück. Und wieder volle Pulle. Ja, ein bisschen zurückfahren, ne? Wieder zurück. Bisschen weiter, nicht dass er mit der Schnauze vorne. Also ihr wisst schon, was ich vorhabe. Ich will jetzt hier rückwärts reindrehen. Gucken wir mal. So, jetzt machen wir den hier mal ganz nach links und ziehen den nach unten. Seht ihr, wie er auf der Stelle dreht? Ist doch genial.
Dürft ihr nur nicht übertreiben, weil dann habt ihr zu viel Speed drauf. So wie jetzt zum Beispiel. Das könnte schief gehen. Das sieht schon echt gut aus. Jetzt könnte man schon rückwärts reinfahren. Das würde ich auch versuchen. Ja, das war ganz schön knapp, habt ihr gesehen. Ne? Ich werde jetzt bald angeeckt. Aber ich gebe mir Mühe für euch. Oh, schön ein bisschen näher noch kommen und dann drehen. Das könnte schon was werden. Ja, das sieht gut aus. Ja, zu weit gedreht. Das ist okay, das klappt. Das klappt. So, dann park mal hier, mein Freund. So, Sydney haben wir jetzt auch erreicht. Ja, ich muss ja schon noch ein Stück weiterfahren. Naja, echt. Dieses Spiel ist faszinierend. So, jetzt machen wir den Motor aus. Beziehungsweise geht ja alleine aus und jetzt sind wir in Sydney erfolgreich angelegt. 3,8 Millionen. Gucken wir mal auf, was haben wir hier. Ja, hat uns ein bisschen Sprit gekostet. Okay. 3,6, schon wieder 200.000 Sprit. Also ihr könnt mal sehen, wie teuer der Sprit ist. Dann gehen wir mal auf Charter, Chemikalien, gucken wir mal. Chemikalien 1,2. Rio de Janeiro, Hongkong, Kalkutta, Dar es Salaam. Fahren wir mal nach Rio, ja? Rio de Janeiro. Wie sieht's mit. Nee, das laden wir jetzt. Der Repair ist okay. Start. Stopp. Gehen wir mal auf Stopp. Dann gehen wir mal auf Office Status 4. Also erste Status Schiff gekauft, zweite Status glaube ich Kaporn, dritte Status angelegt, vierte Status angelegt. Also so funktioniert das. Wenn ihr im fremden Hafen anlegt, kriegt ihr jeweils einen Statuspunkt dabei. Und so mehr Statuspunkte ihr habt, habe ich ja schon erwähnt, umso bessere Aufträge kriegt ihr. Ihr könnt natürlich auch hier auf Aktion eure Hypothek für das Schiff, das ich noch habe, tilgen. Dann habt ihr keine laufenden Kosten mehr. Da gibt es glaube ich auch, wenn ihr schuldenfrei seid, gibt es glaube ich auch einen Statuspunkt. Aber das lasse ich jetzt erstmal, weil ich wollte jetzt gleich mal ein Schiff kaufen, wenn es nicht zu teuer ist. Ein zweites Schiff. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen hier. Klein und Ulrich, Schiffsbroker. 7 Millionen, 3 habe ich. Wenn ich das kaufe, sind 3,5 weg, habe ich noch 100. Oh, gefährlich. Ich glaube, ich warte mal noch. Ist mir zu gefährlich. Dann kommen wieder irgendwelche Kosten. So, auslaufen. Machen wir mit Schlepperhilfe, weil auslaufen gibt nichts. Kostet natürlich jetzt wieder 6.000 oder 5, weiß ich jetzt nicht. Habe jetzt nicht geguckt. Da ist was. Siehste, Hypothek, hätte ich das jetzt gekauft, wäre schon wieder 50.000 weg. Ich weiß nicht, ob das reicht als Office-Besuch. Ich weiß gar nicht, ob das hier Office 97 ist oder Office 2019. Kleiner Scherz. Kein Plan. So. Touchdown. Jetzt versuchen wir mal wieder in Rio anzulegen. Und zwar mit der Hand. Oh Gott. Oh my God. Not so easy. Das ist wirklich nicht so leicht.
gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen. Und wenn nicht, kostet das wieder Geld. Weil Unfälle sind teuer. Und auch wenn euer Schiff zu schlecht wird, dann kann das auch absaufen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wenn ihr nicht auf das Schiff achtet. Was habe ich da gemacht? Shit! Ich bin hier unten reingesprungen. Habt ihr gesehen? Das ist der Mist hier. Das ist der Mist, wenn man da rein. 87%, das hat mich richtig gekostet. Schlepperkosten 24.000 und natürlich kein Statuspunkt. Ja, super. Na super, genau das sollte nicht passieren. Ich habe hier Gas gegeben, bin unten rein, weil ich lenken wollte und reingesprungen. Mist, Mist, Mist. Auf 5 Millionen, das sieht gut aus. Repair, das machen wir jetzt erstmal wieder fertig. Und gucken wir im Shipsbroker. Vielleicht können wir jetzt ein Schiff kaufen. 5 Millionen ist ja schon eine Hausnummer. Wenn es nicht zu teuer geworden ist. Ja, das ist doch gut, ist sogar billiger geworden. 4 habe ich jetzt. 2, 5. Es ist wieder das gleiche wie gerade. Fuck, ey. Entschuldigung. Nee, dann warten wir noch. Dann warten wir noch. So, Schiff ist repariert. Ah, hier ist Sydney. Toll, ne? Was laber ich denn? Zuckerhut meine ich. Rio de Janeiro. So, gucken wir, was der Sprit hier sagt. Oh, der ist günstig. Machen wir mal einmal voll tanken, bitte. Charter. Ja, das hat mir jetzt wieder Ansehen gekostet. Das macht sich auch hier bemerkbar. 300, 100. Cape Town, Sydney. Fahren wir mal dahin. Okay, repariert habe ich. 3,8 Load, das ist natürlich nein. Also hier, das kommt auch öfter mal. Und wie ist es, wenn Sie damit viel Geld verdienen? Kann man mal machen. Aber es kann auch schief gehen und ich mache das nicht. Ich bin da einfach zu ängstlich für. Oder zu ehrlich, keine Ahnung. So, 7.000 kostet das hier, wenn ich hier rausziehen lasse, aber ich versuche es jetzt trotzdem wieder selbst. Ja, ich bin hier gerade nach unten gegangen und bin hier unten reingesprungen. Da hat er hier verzogen und ist davor geknallt. Ja, ganz, ganz tolles Tennis. Hier kann ich ja jetzt hier rückwärts raus und so. Müsste eigentlich klappen. Ich muss nur langsam anfangen zu lenken und hier natürlich in die andere Richtung. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann fresse ich einen Besen. So, komm mal hier, mein Freund. Ja, es gibt ja auch diese Ports of Call PC-Version für Leute, die sich am Emulator nicht dran trauen. Ist im Grunde genommen die gleiche, das ist also kaum ein Unterschied, außer dass das Wasser halt nicht bewegt ist, was ihr hier seht im Hafen. Das ist einfach nur blau. Finde ich ein bisschen arm, aber es geht halt wahrscheinlich am PC nicht anders. Komm, geh mal gerade her. So. Weil der PC dieses Color Cycling wahrscheinlich nicht beherrscht. Dann nennt sich das am Amiga. So, jetzt fahren wir mal vorwärts raus. Ja, Achtung, aufpassen. Den Arsch nicht anecken. Ich versuche mal hier rauszukommen. Ja, so nennt sich das Amiga Color Cycle. Das heißt, der rotiert die Farben. Die 4 oder 5 Farben, die da sind. Und dadurch entsteht der Effekt, als wenn sich das bewegt. Das ist aber ein sperriger Hafen hier. Wie viel Zeit habe ich? Ja, Zeit reicht. Ja, damit haben die Leute und Programmierer am Amiga sehr viel rumexperimentiert und schöne Effekte generiert. So, ganz rum. Ich muss nicht so viel quatschen, ich muss aufpassen hier, dass ich hier nicht wieder einen versemme. Was sollt ihr denn von mir denken? So.
Wenn ich jetzt hier ausgelaufen bin, dann mache ich jetzt für heute auch Schluss. Und dann geht es natürlich weiter. Beim nächsten Mal. Wann das nächste Mal sein wird, kein Plan. Ich fahre das Schiff jetzt hier noch so in Sicherheit ran und mache dann einen Cut. Und dann wird es dann an der Stelle auch nächstes Mal weitergeführt. Man kann ja hier beim Amiga den aktuellen Stand direkt speichern. Kann ich euch gleich auch eben zeigen, wenn ihr möchtet. Aber wenn ihr nicht möchtet, zeige ich es euch trotzdem. So ist es halt. So, also ich sag mal so, werde ich hier rauskommen. Ja. Guck, da bin ich wieder reingesprungen. So, Schiff steht. Gleich. Okay. Jetzt steht es. Jetzt drücke ich die F12-Taste. Dann bin ich jetzt hier im Menü. Dann gehe ich hier auf Save State. Und hier habe ich schon mehrere Sachen gespeichert. San Francisco, aber nicht zwei Schiffe, ein Schiff. Ich bin doch hier in Rio bin ich. So. Hafen, Rio. Rio de Janeiro. So, und das ist Take 2, genau, das stimmt ja sogar. Hafen Rio, speichern. So, und wenn ich das nächste Mal, dann gehe ich einfach hier auf Miss, keine Ahnung, und auf Load State. Und dann hole ich mir das wieder und dann spiele ich direkt hier weiter. Ja, bevor ich jetzt hier das Spiel beende, möchte ich noch einen Witz erzählen. Und zwar Angela Merkel, der Papst und Donald Trump und ein kleiner Schuljunge sind in einer Propellermaschine und diese Propellermaschine ist in Schwierigkeiten. Der Pilot kommt raus und sagt, wir stürzen ab, wir haben aber nur 4 Fallschirme dabei. Der Pilot sagt, ich habe eine große Familie und viele Kinder, ich muss weiterleben, schnallt sich einen Fallschirm über und springt aus dem Flugzeug. Dann steht Angela Merkel auf und sagt, ich bin die Kanzlerin von Deutschland, ich muss weiterleben, schnallt sich einen Fallschirm auf und springt. Donald Trump steht auf, schnallt sich ebenfalls einen Fallschirm auf und springt. Da sagt der Papst, ja Junge, wir haben jetzt ein Problem, wir haben nur noch einen Fallschirm. Wer soll jetzt springen? Da sagt der Junge, das ist kein Problem, Donald hat meinen Tornister. So, das war der zweite Teil. Der dritte Teil, wie gewohnt, nächste Woche. Ich sag dann bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren nicht vergessen. Ein Daumen hoch und ein Kommentar wäre auch schön. Tschüss, euer Uwe.